Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm-Payrolls Live Trading mit Überraschung Dirk Hilger. Nicht Überraschung. Ich freue mich aber natürlich, wie immer, dass wir zusammen hier die Veranstaltung machen und natürlich, dass Sie, ihr alle hier seid, sind. War das jetzt richtig rum? Ich glaube schon. Also, mein Name ist Celso Cardoso Neto. Ich begrüße Sie natürlich im Namen von FXLet. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an und dann holen wir YouTube dazu. Aber zunächst wie immer, dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalten müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, gleich noch ein bisschen Smalltalk, aber erstmal die YouTube-Teilnehmer und Zuschauer. Ich schalte mal einmal zu Dirk und dann kann es losgehen. So, ein paar Mal falsche Knöpfe gedrückt, aber jetzt sind wir dann da. Und hallo und herzlich willkommen zum NFPs Live Trading mit meiner Wenigkeit, unserem Stargast, dem Nelson. Das Ganze präsentiert von FX Flat. Aber der Nelson hat leider heute ohne Kamera. Das heißt, schöne Bilder gibt es heute nicht, auch bestenfalls vom Markt. Und Nelson, du darfst gerne auch sehr gerne was sagen hier zum Anfang. Nachdem du dich vorhin verhaspelt hast, habe ich es dann jetzt auch fast hinbekommen, aber hat man, glaube ich, nicht gemerkt. So, jetzt bist du dran. Du hast die Bühne. Ja, sehr gut. Ist doch ein guter Start. Hallo YouTube. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr alle da seid und ja, ich bin gespannt nach Mittwoch, wie heute die Zahlen reinkommen und natürlich dann, wie der Markt reagiert. Dirk und ich, wir haben kurz vorhin gesprochen und er meinte schon, ja, der Markt startet da, wo ich eigentlich nicht ihn haben wollte. Und deswegen, lieber Dirk, bin ich sehr gespannt, wie du das jetzt einfangen willst und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, genau. Das ist nämlich echt eine Herausforderung. Also ich gehe mal davon aus, der eine oder andere, der hier dabei ist, hat ja eben auch meinen Stream gesehen von letzter Nacht. Da habe ich ja gesagt, das Schlimmste, was jetzt irgendwie kommen kann, ist, dass er halt irgendwie dann dasteht. Dann ist natürlich echt fatal, weil er steht halt echt so in der Mitte. Und das ist so echt das Schwierigste. Und ich fürchte, das wird halt dann eben auch von der Bewegung so das, was irgendwie viele den News immer irgendwie gerne irgendwie andichten, nach dem Motto, so die erste Bewegung ist die falsche und das könnte heute tatsächlich dann halt auch so sein. Das heißt, ich gehe davon aus, wir kriegen das Ganze irgendwie in zwei Richtungen, unten ausschlagen die eine und dann halt eben ja, den eigentlichen Move dann halt in die andere Richtung. Ist aber jetzt natürlich erstmal eine Vermutung, aber es deutet schon so ein bisschen darauf hin. Zumindest dann, wenn der Markt halt irgendwie zuerst einen Schlenker nach unten macht. Und das ist so. Naja, ich bin ja immer ein Freund davon, irgendwie zu sagen, so, hey, das ist irgendwie News, machen das Bild nur komplett, ne? Und das ist auch so. Und die Frage ist aber dann jetzt, wenn wir halt hier wirklich irgendwie so in der Mitte starten, ne? Und das halt eben dann überhaupt nicht klar ist, was der Markt jetzt eben als erstes macht. Und das wird echt haarig. Aber ich habe ja am Anfang auch schon den Risikohinweis gezeigt. Boah, wie ich schon wieder da hänge, das gibt's gar nicht. So, den Risikohinweis gezeigt, und der ist natürlich auch so gemeint, bitte nicht einfach nachmachen, ja. Und weil gerade wenn der Markt halt irgendwie so, ne, ganz schön unentschlossen da halt irgendwo hängt, ist es halt echt nochmal mehr tricky, als es sonst natürlich ist. Und von daher trifft unbedingt eure eigenen Entscheidungen. Natürlich dürft ihr meine Überlegungen damit einfließen lassen. Ich mache das jetzt auch gleich gerne mit euch hier zusammen. Also ne, überlegen, was wohl werden könnte. Und aber wir können ja gerne mal auch irgendwie mal wieder so eine Abstimmung machen. Und habe ich jetzt zwar hier nicht vorbereitet, also zumindest mal auf YouTube, gut auf GoToWebinar müsste der Nelson das dann machen. Und was der Markt dann wohl halt irgendwie macht. Aber vielleicht machen wir das einfach in Textform. Gebt doch mal euren Input. Also was meint ihr? Geht der Markt rauf? Also nur rauf? Geht der Markt runter? Nur runter? Geht er zuerst rauf, dann runter? Oder zuerst runter, dann rauf? Das sind nämlich genau die vier Herausforderungen, die wir halt hier haben. Deswegen schreibt es wirklich bitte gerne mal hin. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Und ich gucke mir das gleich alles durch. Aber zuerst gehe ich jetzt rüber auf den Markt selber und dann gucken wir uns das mal an. Also zeige ich euch mal meine Sicht der Dinge, warum das halt irgendwie hier möglicherweise gerade so ein bisschen extra schwierig sein könnte. Also, wir haben halt gestern hier jetzt zuerst mal so diese Abwärtsbewegung, die wir halt zur FED hatten. Die haben wir tatsächlich zurückgekauft. Das hätte ich schon nicht erwartet. Die letzte Aufwärtsbewegung war nach 22 Uhr.
und war wohl den Zahlen von Apple geschuldet. Und gut, ergibt soweit Sinn, heißt aber jetzt auch, der Markt steht jetzt hier im Segment, wo er irgendwie halt ne, nicht weiterkommt, wo er nichts mit sich anzufangen weiß und auch scheinbar selber nicht weiß, wie es weitergeht. Und das heißt, also ich gehe mal davon aus, wenn der Markt jetzt irgendwie Lust hat, wirklich weiter long zu laufen, also laufen, ja, das heißt also wirklich auch dann mit Erfolg das Ganze halt hinzukriegen, dann müsste er eigentlich zuerst runter. Weil, was halt hier natürlich als allererstes ins Auge fällt, ist die 38.352 hier oben. Hier haben wir nämlich einfach mal die Hochs gekauft, ohne jegliche Rückbestätigung auf der Unterseite. Das heißt, der normalste Move wäre dann halt eben so dieser. Ja. So hier runter, meinetwegen auch noch ein Stück tiefer, zum Beispiel hier in diese Zone rein, weil halt hier das letzte Cluster dann eben auch war. Hier wird zumindest Anschluss volumentechnisch zum Kassamarkt hätten und dann halt eben rauf. So, das wäre so die plausibelste Bewegung. Kommt der Markt jetzt aber auf die Idee, direkt raufzulaufen, dann stellt sich die Frage, wohin schafft er es jetzt mit dem schlappen Volumen dann überhaupt zu kommen? Und weil nämlich dann, das wäre dann halt überhaupt nicht von Erfolg gekrönt, weil das würde nämlich dazu führen, dass wir dann halt später nochmal wesentlich deutlicher dann halt eben nach unten laufen, weil das hier, ich glaube nicht, dass das mal eben so stehen bleibt. Also hier der Anschluss im Volumen vom Vortag, der wird in der Regel halt schon gerne gesucht, ne? Und deswegen könnte es dann eher sein, dass wir uns dann halt hier irgendwie so einpendeln. Ich hatte ja auch so ein paar Szenarien ja auch genannt, wie ich halt vermute, wie der Markt halt möglicherweise schließen würde, auch eben zur Woche. Und das heißt, da würden wir halt auch nur hier irgendwo in dem Segment dann halt letzten Endes irgendwo stranden. Und da ist jetzt halt echt die Frage, ne? Wir haben heute Freitag, das heißt, die Woche geht zu Ende. Und von daher ist es natürlich auch mehr als legitim, sich mit der Wochenkerze auseinanderzusetzen. Ich mache das hier auch mal eben kurz auf, damit man es halt auch mal sieht, was da überhaupt halt passiert. Also generell sind wir halt hier im Framing in Rot unterwegs. Weiß gar nicht, wann ist es überhaupt die Wochenkerze? Doch, ne? Müsste es eigentlich gewesen sein, die ich da halt zitiert habe. Also wir sind halt hier im roten Framing unterwegs, sind halt hier korrektiv im Vergleich zu dieser Woche, die diese Abwärtsbewegung getriggert hat. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir hier in dem Bereich irgendwo so schließen oder der Markt halt versuchen wird, über diesen Bruch, also über der 656, da halt irgendwo zu closen. Und mehr muss der irgendwie gar nicht hinkriegen. Das heißt, dass der jetzt so arg weiter oben raufläuft, ist gar nicht unbedingt notwendig, ja. Weil das hier ist vermutlich schon so ein bisschen der entscheidende Punkt. Das auch deswegen, wenn er nach raufläuft, also hier Weekly, wie gesagt, ne, wenn er raufläuft, gibt es irgendwie genug Gründe dafür, warum der halt hier wieder hin zurücklaufen sollte in den Bereich, weil er halt mehr zum Wochenende eigentlich gar nicht fertig bekommen muss. Ne, jetzt rein mal Price Action Wochenende, auch ein Grund eben dafür. Will er halt eben da durch, macht es eben Sinn, dass er halt unten nochmal ein Stück Luft holt, bedingt durch den H1. Also es das heißt, ne, ey, viel, viel gruseliger hätte die Ausgangssituation jetzt nicht sein können. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Setzt man halt eine Position halt direkt zur Eröffnung und am besten dann natürlich unter die Lows vom Tag, ne, weil das auch die Lows vom Tag sind halt hier, wenn man sich das jetzt mal anguckt, die liegen tatsächlich nicht so ganz im Nirvana, auch wenn es irgendwie so aussieht. Aber da haben wir genau das gleiche Problem, nämlich hier im Daily. Ne? Da ist nämlich dieser Bruch, den nämlich der Daily gestern dahin gelegt hat, genau dort setzt er halt eben auf. Ne? Nämlich eben auf diesem Framing von der Abwärtsbewegung. Von daher die 438 legitim, läuft aber hier oben ganz klar in die Widerstände rein. 531 und eben die 595, was halt früher die Supports waren, die halt eben nach unten drücken. Also ne, alles, was ich hier erkläre, ihr merkt, dass je mehr ich erkläre, umso unklarer wird es halt eben. Das heißt, mir fehlen hier echt so ein bisschen die Argumente, um jetzt zu sagen, so, ich lege jetzt da und da halt eine Order, und lasse mich da halt als Beispiel einstoppen. Für oben spricht ganz klar eben dagegen, ne, weil wir halt eben diese Widerstände hier haben. Und für unten spricht halt dagegen, dass wir halt hier ein Framing nach Norden gedreht haben. Ich denke, man kann das mal irgendwie versuchen mit einer kleinen Position, aber unterhalb. Das heißt, ich tendenziell würde jetzt mal davon ausgehen, der hat schon Lust, noch ein Stück weiter raufzudrücken. Das wird aber nur eben, wie ich ja schon meinte, mit Erfolg gelingen, wenn er sich genug Schwung holt auf der Unterseite. Ansonsten wird das Ganze eher schwierig. Das heißt, ich würde jetzt, glaube ich, dann schon mal hingehen und hier relativ knapp drunter dann halt irgendwie eine kleine Order packen und dann zumindest mal gucken, ob wir bis in den Bereich da, von da halt unten nochmal irgendwo hinkommen. Das heißt,
Mal gucken, ob ich es richtig hier finde. Bereich S&MA 20 Daily bei der 200. Das wären immerhin 300 Punkte. Das ist natürlich schon eine fette Strecke. Aber die liegen da halt da unten nun mal. Und im H1 wäre eben halt der relevante Punkt. Mal gucken, dass ich jetzt nicht wieder zu lange quatsche und nachher die Order vergessen habe. Da wäre natürlich der relevante Punkt halt hier die 352. Immerhin 150 Punkte tiefer. Und die halt eigentlich als erstes mal machen müssen. Also 352 und schlimmstenfalls eben die 273. Wäre jetzt mal so mein Ansatz, könnte natürlich dann auch daneben gehen. So, jetzt gehe ich aber gleich auf die Kommentare. Bevor ich das aber mache, setze ich mir hier jetzt mal ein paar Orders halt hin. Und ich denke, das sollte man machen als normale Stop-Order, nicht als MIT. Das heißt, die darf FX Flat für mich fillen. Und nicht der Stereo Trader, weil dann haben wir da möglicherweise zu viel Slippage. Slippage werden wir wahrscheinlich hier auch kriegen. Das ist wohl nicht zu vermeiden. Break-Even Safe setze ich mal irgendwie auf 50 Punkte und der Rest ist jetzt erstmal Trail, mache ich mal aus. Ist erstmal wurscht und den Stopp jetzt erstmal auf 100 Punkte. So, und also das heißt, ne, wie gerade erklärt, hier unten ist halt auch nochmal der H1, würde ich halt versuchen, da halt irgendwie runterzukommen und kann natürlich sein, dass daneben geht. 100 Punkte Stop. Gut, wenn die Ordergröße überschaubar ist, kommt natürlich aber auch logischerweise immer auf die Größe von Konto an. Macht aber hier Sinn, wäre nämlich noch über den Tageshochs. Ne? Das heißt, ich lasse mich hier bei der 501 stoppen und habe dann einen Stop, der halt über den Tageshochs liegt. So, das heißt dann natürlich, ne, wie immer, sollte der das halt irgendwie reißen. Da oben ist das jetzt auch kein Grund, dann irgendwie zu weinen. Sondern halt eher, da muss man halt ein bisschen warten und dann halt irgendwie später nochmal rein versuchen halt reinzukommen. Ist aber Dirk, ich natürlich habe noch eine klar, ich habe Ergänzung für euch. Sorry, ich dachte, du wolltest gerade Luft holen. Ich wollte dich nicht Ja, unterbrechen. okay, mach mal. Du hattest ja die Frage auch, glaube ich, auf Facebook. Und zwar, wie die Experten nun die Bewegung einschätzen. Also Goldman hat gesagt, dass wenn die Zahl über 300.000 reinkommt, dann haben wir eine Short-Bewegung von 100 Basispunkte und alles unter 150.000 entsprechend long hier für die Indizes. Okay, das wäre also der Handelsansatz von Goldman Sachs. Oder Keine JP Morgan. Nee, Handelsempfehlung was war das? meinerseits. Ja, Goldman. Ja. Ja, gut, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Daytrader. Ne? Das ist halt immer so das, was mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen ist. Aber okay, so schnell werden wir eh nicht sein. Ne? Das heißt also, wenn die News reinkommen, kommen die halt rein. Und die werden nicht unbedingt darauf warten, so was wir jetzt da halt irgendwie vorhaben, irgendwie zu handeln und dann sagen, so, jetzt guckt euch die Zahlen an, jetzt habt ihr noch 3 Minuten und dann könnt ihr auf den Knopf drücken, sondern das wird ja wahrscheinlich irgendwie auch schon ein paar Sekunden vorher dann halt in irgendeiner Form da halt losgehen. Und deswegen. Also, aber trotzdem interessant, gucken wir uns nachher mal an. Also hier sieht man ja halt auch, ne, gibt jetzt irgendwie gerade keine neuen Hochs, er klebt schon wieder unten. Das ist eigentlich rein jetzt hier auch vom Kurzfristbild, was wir bis jetzt haben, eigentlich eher auch Short. Ne? Und also wir haben halt einfach so ein bisschen Druck nach unten da. So, 1,5 Minuten haben wir noch. Also ich gucke mir jetzt mal hier durch, erstmal bei YouTube. Long. Dauer soll immer in den Keller, Kiste Bier holen. Also erst Short und dann rauf. Okay, erst Short, dann Long. Erst rauf, dann runter. Short, runter. Erst rauf, dann runter. Erst, wow. Also ganz schön, ne? Irgendwie halbe halbe, die Hälfte, so wie ich das wie ich das hier sehe, will eigentlich erst runter, dann rauf. Die andere Hälfte wird es umgekehrt. Und dann gibt es viele, die sagen nur long. Auf gut, du willst mir da Ja, ist es ne? sehen. Also ja, wir werden es halt sehen. Ne? Also wie gesagt, mit einer überschaubaren Position kann man das, glaube ich, schon machen. Ich überlege auch hier, ob ich nicht irgendwie ein paar Sekunden vorher einfach drauf drücke. Ich mache das jetzt. So, und ihr macht bitte nicht einfach nach. Aber ich setze jetzt halt hier, ich mache das deswegen, damit ich halt hier nicht endlos geslippt werde. Und es kann aber trotzdem falsch sein. Ne? Ist halt hier von der Positionsgröße überschaubar. Es setzt den Stop erstmal über das Tageshoch da oben hin. Und dann gucken wir mal, ob das Ding aufgeht oder nicht. Ne? Und wie gesagt, wenn er da oben halt gekickt wird, ist nicht schlimm, da muss man halt eben später nochmal ran. Ne? Aber ich riskiere das jetzt mal so. So, okay. Das ist dann natürlich genau das, ne? Aber es passt, ja. Also, so, Nelson, da musst du vielleicht nachher nochmal gucken mit dem Slipping. So, mit dem Slippage, aber das ist natürlich hier brutal, ne?
Das ist echt heftig. 175.000 reingekommen. Alter Schwede, ey. Aber das kann halt passieren, ne? Ist okay. So, jetzt muss ich erstmal natürlich orientieren. Wo laufen wir hin? Also daily im Auge. Da war das Maximum irgendwo hier oben in dem Bereich. Ich habe hier unten den Daily. Wie gesagt, ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm, ist man natürlich echt arg, ne? Also, okay, aber das gehört zum News Trading dazu, dass es halt eben auch mal in die andere Richtung geht. Und ist jetzt die Überlegung, hält man jetzt direkt dagegen? Ich halte mal hier oben dagegen nochmal eine Runde. Weil das schon natürlich brutal squeezig halt hier ist, ne? Und wird den jetzt auch hier so ein bisschen ausbauen nach oben, weil ich nicht glaube, dass der hier endlos weit kommt, ne? Das heißt, auch hier von der Positionsgröße habe ich jetzt hier auf jeden Fall noch Luft. Ich sehe aber halt hier im Daily, dort haben wir den ersten Widerstand. Wir laufen hier an diese rote Zone, an diese Supports von unten dran. Der kann natürlich jetzt auch nochmal daneben gehen, ist keine Frage. Aber hey, wir reden hier über eine Minutenkerze, die jetzt wie lang ist? 250 Punkte? Die wird nicht halten, ne? Also, das wird jetzt nicht so sein, dass der jetzt einfach noch 300 Punkte weiterläuft, ne? Und deswegen lasse ich jetzt auch mal kurz die Finger vom Stop da oben weg, sondern würde den eher, falls er halt irgendwie nochmal raufläuft, nochmal ein Stück weit nach oben ausbauen. So, da waren also die, man hätte das wirklich mal so eine Form von einer Abstimmung machen müssen oder müsste halt jetzt mal genauer drüber gehen, aber die, die gesagt haben, erst rauf, dann runter, das waren auf jeden Fall halt hier die richtig lagen, aber okay, mit 100 Punkten Stop war das jetzt auch gar nicht so falsch. Ich glaube, der Stop saß auch soweit erstmal richtig über den Tageshochs und von daher auch jetzt erstmal legitim, ne? Aber ich habe ja von vornherein auch gesagt, das ist halt echt so, ne? Viel undurchsichtiger geht's nicht, ne? Also, okay, ne? Muss man halt mit leben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also diese Bewegung, die, also auch wenn die jetzt irgendwie halt hält, ne? Jetzt als Beispiel so bis, weiß ich nicht, bis 15 Uhr, dann wird die spätestens mit der Kasse, wird die halt wieder in sich zusammenfallen, weil dafür war das natürlich viel zu squeezig. Und das ist ja einfach nur mangelndes Volumen. Und was da halt eben dann der Grund dafür ist. Und deswegen, dass das wird in der Regel bleibt, das hat ja so nicht stehen. Ne? Also zumindest nicht in einem Segment wie das, was wir jetzt halt hier haben, würde ich jetzt mal so vorsichtig tippen. So, das heißt, der Short Entry war auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Und deswegen finde ich es halt immer auch wichtig, dass man halt so einen Überblick auch hat. Also wenn man jetzt hier nur scalpen wollte, dann hätte man jetzt ja hier schon irgendwie 30, 40 Punkte machen können. Ich will aber halt mal versuchen, ob man die Position irgendwie ausgebaut kriegt. Ob man, also falls er halt irgendwie da oben hinkommt, tatsächlich auf die 856, ne, das wäre halt der Bereich hier, dann würde ich da auch tatsächlich nochmal irgendwie eine dazu bauen. 870, da oben die Bereiche, das wäre schon okay, ne? Und da müsste man natürlich den Stop, der gehört dann natürlich dann halt nochmal ein gutes Stück drüber. Ja, da oben irgendwo so in dem Bereich. Also da muss man natürlich dann halt schon ein bisschen wie soll ich sagen, Ausdauer haben. Mut wäre der falsche Begriff, weil darum geht es ja nicht. Es geht ja eher darum halt, dass man eine Position dann halt ja eben dann so skaliert, dass es dann halt eben auch funktionieren kann, ne? Und aber trotzdem darf man nicht so vermessen sein und sagen, ah, was schon, ne? So, der klappt, ja, oder das läuft genauso, wie ich das will. Das ist natürlich gefährlich. Das sollte man auf keinen Fall tun. Ne? Und deswegen natürlich auch eine Reißleine, gar keine Frage, ne? Weil es kann ja trotzdem dann halt daneben gehen. Und wenn ich halt sage, ich habe bei so einer Nummer halt zum Beispiel dann halt irgendwie ein Risiko von als Beispiel jetzt hier irgendwie 1500 Euro und dann ist das ja, glaube ich, ganz okay, wenn man das halt eben dann auch so macht. So, das Volumen sagt uns hier irgendwie gar nichts natürlich jetzt, ne? Also beziehungsweise das Orderbuch erstmal nicht. Der Markt wird jetzt wahrscheinlich versuchen, irgendwo Halt zu finden. Hier unten kommt der VWAP raufgekrabbelt, wie ich sehe. Das heißt, wir sind hier mit relativ, doch relativ großem Volumen dann halt hier reingegangen. Sonst wird das nicht irgendwie alles direkt nach oben gehen. Und das heißt, das ist so die Richtung hier. Ich habe immer so als kleineren SMA 8 und als größeren den SMA 20. Dazwischen hängt der VWAP. Irgendwo wird er sich jetzt halt hier vermutlich Halt suchen. Und beziehungsweise, wenn nicht, wenn er jetzt hier weiterläuft, umso besser, aber es das heißt besser, ne? Also für den kurzfristigen Erfolg nicht.
Aber umso besser, um die Position natürlich skalieren zu können. Klar. Ich bin mal gespannt, wie die Nummer hier aufgeht. So, guck jetzt mal, versuch mal hier die Kommentare durchzugehen. Nelson, du kannst ja irgendwie, machst du vielleicht mal kurz die Kommentare bei GoToWebinar? Ja, wie gesagt, also die Einschätzung war auch gemischt, wie auf YouTube bezüglich rauf, runter. Ansonsten waren jetzt keine Fragen vorhanden. Dann ist hier noch eine Frage bezüglich deine Facebook-Gruppe, aber das machen wir jetzt natürlich nicht, erst später. Ja, so ansonsten hier erstmal alles soweit geklärt. Für Okay. alle, die natürlich die auch für sich für die Zahlen interessieren, ganz kurz. Ja, die Zahlen haben jetzt wirklich der Fett in die Karten gespielt. Lohninflation ist leicht runtergekommen. Arbeitslosenquote ist um 10 Basispunkte erhöht auf 3,9. Also hier ist wirklich, ja, also die Zinssenkungen werden jetzt wieder eingepreist und das sollte eher für die Indizes gut laufen. Ja, okay. Ja, und wie ist es mit dem Ansatz von vorhin, den du genannt hast? Was war das? JP? Ja, Goldman hat mehr Herr oder Goldman. weniger recht gehabt, ne? Tatsächlich Okay. müsste man jetzt in Prozente ausrechnen, aber wie du auch vorhin gesagt hast, das waren jetzt im Dow 200, circa 260 Punkte nach oben. Die bemessen das ja immer auf den S&P, also müssen wir natürlich auf Ja. den Dow jetzt umrechnen, aber S&P habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Ja, müsste aber prozentual ja sehr ähnlich sein, ne? Gehe ich mal irgendwie davon aus. So, hier werden wir es Ja, jetzt der wahrscheinlich Dollar sehen. hat natürlich auch reagiert und zwar mächtig, auch nach unten, Euro, US-Dollar dementsprechend hoch. So, das war ja mein Gut. erster Haltepunkt jetzt hier. Bin ich mal gespannt, ob er den kauft. Wenn ja, kann man wahrscheinlich oben erstmal ausskalieren. Und das heißt, ne, also ich würde das Risiko nach oben verkleinern. Deswegen habe ich jetzt gerade, ich muss deswegen auch mal kurz nachdenken. Und mich mal kurz irgendwie wegschalten. Also ich würde halt, wenn der sich jetzt halt hier stabilisiert und weiter nach oben laufen will, würde ich da oben erstmal das Risiko verkleinern und nur noch mit einem Teil mit da oben raufgehen. Und ansonsten lasse ich das drin. Das heißt, die Position, die Orders da oben bleiben jetzt erstmal liegen. Das ist natürlich jetzt antizyklisch, ne? Ist klar. Aber das habe ich ja auch gestern auch schon gesagt im Livestream. Ich würde mich da antizyklisch positionieren in der ganzen Kiste. Und das heißt also, ne, den ersten Ausbruch abwarten und dann halt eben möglichst dagegen gehen. Und weil ich das für wenig Aussichts oder hat für meine Begriffe relativ wenig Aussicht auf Erfolg, dass das halt eben weiter, einfach so weiterläuft. Ne? Und hier vor allen Dingen den Anfangspunkt, den kann man sich wahrscheinlich auch merken, in der Nähe vom Vortageshoch, das wird höchstwahrscheinlich der Kassamarkt dann halt nachher in irgendeiner Form dann halt erledigen. Das heißt, das wird nochmal ordentlich ruppig. Und von daher ist das eigentlich nicht so wahnsinnig riskant, ne? Auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, aber glaube ich nicht. Und auch die 100 Punkte Verlust vom ersten Trade, die sollte man eigentlich auch wieder reinkriegen. Also das heißt, Mann, ich gehe mal ganz stark davon aus. Ne? Aber okay, ich fand es halt trotzdem richtig, das erstmal so zu machen. Und von dem Bild her, vielleicht hätte ich mir das irgendwie sparen können, dass ich halt vor den NFPs da halt die Position aufmache. Aber das war halt einfach nur, weil gerade wenn das halt nach unten oder wenn es halt irgendwie NFPs gibt, dann wird man halt gerne auch schon mal ein bisschen Ärger halt geslippt. Ne? Das wollte ich natürlich vermeiden. Aber okay, dafür hat man natürlich dann das Risiko auf der anderen Seite. So, ich gucke mal hier drüber. Also, Long wird 14,25 zugemacht, sagt der Lutz. Da ärgert sich bestimmt. Der Lutz ist natürlich doof. Von daher hoffe ich nicht, dass das jetzt mein Einfluss da halt irgendwie war. Wenn wir unter den Erwartungen bleiben, sollte das bullisch laufen. Kurz runter, dann rauf. Ja, das war auch meine Vermutung. Dann halt hier, Moment, der Lutz macht Long zu. Die letzten 5 NFPs sind höher als erwartet gewesen, daher warte ich fallende Kurse. Ja, ne? Also im Laufe des Tages ist es immer noch mal eine andere Nummer, ist ganz klar. So, Buy Stop bei 18.042 ist wahrscheinlich dann irgendwie auf den DAX natürlich bezogen. Den habe ich jetzt hier natürlich nicht auf dem Schirm. Bin flat, Stell Stop gesetzt. Ne? Das war
richtiger als das, was ich gemacht habe. Heute früh alles schon getradet ohne nasse Hände. Heute früh ist sogar nichts passiert. Aber gut, ne? Schönes Hin und Her. Auf der anderen Seite, klar, wenn man sich darauf einstellt, ist natürlich auch gut. Da spricht ja dann irgendwie auch nichts dagegen. So, 915 kommt im DAO, ja. Hätte ich auch gedacht. Also so tief eigentlich jetzt nicht, aber okay. Oder meinst du irgendwie 38.915? Das wäre natürlich, oh, das ist nach oben schon möglich, ne? Bitcoin ist auch mit drauf, habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Gucken wir gleich mal. Und Christian fragt, bist du short? Da frage ich den Christian, bist du da? Geht dein Lautsprecher? So, spätestens bei 18.250 Short immer das Gleiche. Was? Wo? Okay. 100 Punkte minus. Ja, genau. Passiert. Aber, ne? Was heißt, also 100 Punkte. Ja, nicht irgendwie mit Full Size, ne? Ist ja halt auch klar. Sondern er halt irgendwie nur mit einem Teil. So, jetzt gucke ich mal hier, weil er sich hier jetzt irgendwie unter die letzten 5 Minuten zwängt, ob man die hier vielleicht ein bisschen ausbauen kann, die Position, oder ein bisschen Schwung kriegt. Wenn nicht, muss sie halt eben nochmal raus. So, aber der klemmt schon, ne, relativ krass da oben. Ich fände es ja mal gut, wenn er sich halt hier mal in die Richtung hier von dem Bebop da halt zumindest mal halt irgendwie begibt. Und mal sehen, ob er das irgendwie macht, ob er da Bock drauf hat. Und dann halt vor allen Dingen mal sehen, wie er dann halt damit umgeht. Weil es, ich meine, jetzt kommt, es kommt nicht so wahnsinnig viel gerade mehr da oben. Auf der anderen Seite klemmt er, ne? Also würde man halt, sollte man auch nicht irgendwie überbewerten, dass es nicht weitergeht. Und weil das sieht so ein bisschen aus, als sucht ihr halt jetzt hier irgendwie nur so einen vernünftigen Punkt, um da halt irgendwie anzuschließen. Schönsten wäre natürlich, wenn die ganze Reise wieder rückwärts läuft, ne? Aber das ist halt die Frage, ne? Ob das so einfach wird. Werden wir sehen. So, geht also hier an das erste Korrekturtief jetzt wohl dran. Und dann mal gucken, ob er dann da durchgeht oder nicht. Mal gespannt. Oder hält sich eben drüber. Da ist schon so ein bisschen, ne? Also schon irgendwie krass, ne? Also wie heftig der sich trotz dem massiven, squeezigen Run da halt jetzt oben echt festhält. Schon spooky, wie ich finde, ne? Und da kann es natürlich jetzt passieren, dass halt eben im zweiten Run hier mit dem N15, yes, keine Ahnung, wie weit muss ich da skalieren, dass da halt direkt einer hinterherkommt, ne? Das könnte natürlich sein. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Wir gucken uns das an. Wir werden es gleich wissen, wenn es dann halt eben Viertel vor ist. Irgendwie steht meine Uhr hier oben. Keine Ahnung, wieso. Das ist ein Phänomen. Kann ich so noch nicht. Und das heißt aber auf der anderen Seite, ne, wenn man jetzt halt hier sieht, es kommt halt irgendwie so gar nichts, dann kann ich natürlich auch erstmal auf den Knopf drücken und sagen, okay, lass mal eine Runde warten. Ne? Ich muss ja nicht unbedingt hier das gegen mich laufen lassen. Ich muss auch nicht ausskalieren. Ich kann auch einfach, wenn mir das nicht behagt, auch komplett rausgehen. Ne? Noch ist es okay, aber es müsste schon halt mal so ein bisschen was an Gegenbewegung halt kommen. Zumindest mal halt hier der Test von dem Support hier, den könnt ihr jetzt irgendwie schon gerne mal hier abliefern. Ne, weil jetzt hier zumindest mal bisher augenscheinlich nicht so wahnsinnig viel weitergeht. Und dann halt zumindest mal halt irgendwie, wenn die Liquidität der Käufer da oben ausgeht, und dann halt zumindest mal so ein bisschen nach unten. Mal irgendwie zumindest mal reingucken. Ne? Mal so kurz einen Rüssel reinhalten, dann mal sehen, was da halt passiert. So, also hier jetzt erstmal kein neues Hoch. Heute auch mal ein bisschen anders vom Aufbau hier, also vom Timeframe M1. Ich bin ja sonst immer eher eine Etage höher, M2 oder M5 unterwegs. Aber da ja auch die gesamte Bewegung hier im M1 gelaufen ist oder bei News der Markt, der generell halt auch mal ein bisschen schneller läuft. So, jetzt kommen wir hier also an das Low. Und jetzt wäre halt hier der erste Anlaufpunkt, der erste, was heißt relevante, ne? Der erste interessante in dem Bereich halt hier SMA20, ganz simpel erstmal. Ne? So, und da muss man halt dann gucken, gehen wir da durch oder gehen wir da nicht durch. Kann auch hier mal einen Teil schon mal rausnehmen. Okay, hier haben wir SLBE, also hat sich hier quasi jetzt schon automatisch gezogen. So, das heißt also, die Position, die ich jetzt hier skaliert habe, ist jetzt erstmal weg. Ne, einfach hier nochmal so mit, was waren das, irgendwie 50 Punkte extra in der Teilposition. Aber hier kommt es natürlich an, darauf an, dass er halt dann auch wirklich hier drunter drückt. Ne. Wir schließen jetzt hier im M1, ja, nochmal über dem Support. Ne.
Also sieht noch nicht so wahnsinnig vielversprechend aus, die Nummer. Müsste jetzt schon irgendwie relativ schnell dann irgendwie hinterherkommen. Ansonsten werden wir jetzt hier oben mit ein paar Punkten rausfliegen. Ja, ne? Muss man halt gucken. Aber okay. Das heißt, irgendwie noch nicht so viel Gegenwehr, wie ich das halt vermute. Oder was heißt vermute, wie ich gehofft hätte. Ja, weil dazu müssten wir hier erstmal drunter, klar. Aber das sind ja auf der anderen Seite eben auch Zeichen, die man dann halt eben auch werten kann. Und da muss man dann ja irgendwie nicht da halt ewig, da halt irgendwie dranbleiben. Und aber das wäre dann für mich jetzt auch so der Anhaltspunkt, wo ich sage, okay, wenn er das jetzt irgendwie doch noch macht, ne, irgendwie doch noch da drunter drückt, dann würde ich halt schon versuchen, da halt nochmal dann auch short reinzukommen. Ne, weil hier auch auf der anderen Seite kein neues Hoch. Ja, ich dachte, schreibt hier Graffiti, ne? Ich dachte, dass ihr nach spätestens 5 Minuten wieder runterkommt. Dachte ich eigentlich auch, ne? Aber denken hilft ja im Zweifelsfall ja nichts, ne? Das ist ja immer das Problem. Und hilft auch nichts, jetzt irgendwie hier einfach so sich dagegen zu stellen. Was man natürlich machen kann, ist, ne, hier dann jetzt auch sich auf der Unterseite nochmal nochmal irgendwie Short Stop, weil ob das zum Tisch ist, steht auf dem anderen Blatt hier. Ne? Auch der M5 macht nichts anderes als in der letzten Abwärtsbewegung hier ansetzen. Und mal gucken. Dreht das Bild also nochmal um, aber es ist immer so ein bisschen risky. Deswegen auch hier von der Positionsgröße nicht übertrieben. Mal gespannt, ob wir da bis, ob wir noch eine vernünftige Gegenbewegung hinbekommen bis 15 Uhr oder ob das wirklich so bleiben will. Jetzt hier einfach nur noch mal unten aufgesetzt. Das meinte ich, ne? Ist halt risky. Also man sollte da irgendwie nicht irgendwie mit einer vollen Position da halt reingehen, wenn man halt so den Rücklauf halt handeln will. Ich würde jetzt eher sogar auch nicht hier oben will ich auch nicht unbedingt skalieren. Ich würde es eher warten, bis wir nochmal da runterkommen und dann nochmal hier durchstechen und dann halt eben dann auch die Position ausbauen. Aber da habe ich zumindest so ein bisschen mehr Gewissheit, weil so habe ich halt irgendwie gar nichts. Ne? Nichts. Und der nächste überhaupt interessante Punkt ist jetzt halt ja auch nochmal nur irgendwo in der Nähe von den Highs, wo man dann irgendwie sagen könnte, gut, das kann man nochmal irgendwie versuchen. Ausgehend davon, dass kein neues Hoch gelingt, aber den Stop da oben liegen lassen. Und wenn das dann auch nicht gelingt, dann muss man halt irgendwie später zur Kasseeröffnung da halt wohl nochmal ran. Ist natürlich nicht so geil, ne? Nicht so schön, wenn es halt irgendwie im Live-Trading zu den News so läuft, aber okay. Da muss ich halt durch. So, Jana schreibt. Sage ich doch Long Grins, ja. Wenn ich Long gegangen wäre, wäre Short gewesen, dann wärst du still gewesen. Das ist immer das ist natürlich der Vorteil, den ihr habt. Und in den Kommentaren ist das immer ganz easy. Ich gucke ja auch tatsächlich bei anderen Trader hier und da im Live-Trading zu, muss mich da auch echt immer zurückhalten, ne, mit meinen Kommentaren, weil ich auch immer denke, ey, so, ne, du weißt genau, wie das ist, ne. Und wenn dann irgendwie dann einer kommt und sagt dann so irgendwie, ja, siehst du, habe ich doch gesagt, dann denke ich so, muss dann manchmal tief durchatmen. Aber jetzt nicht bei deinem Kommentar, du hast es ja nett geschrieben. Und aber das kann natürlich auch. Ja, deswegen, wie gesagt, ich bin ja auch ab und zu mal auf der Seite da, wo ihr gerade seid. So, Werner meint 40 Punkte Short erwischt. Okay. Ich dachte, es ist nach spätestens 5 Minuten wieder runterkommt, hatten wir schon. Zahlen interessieren nicht mal Tote, deine Worte, Dirk. Ja, ist auch so. Ne? Von daher bin ich da halt irgendwie. Das Ding ist ja halt, ist ja eben das. Ich meine, wenn ich jetzt mal da drüber gucke, ich lasse das mal hier kurz so stehen, guckt euch mal, wo ich den Pfeil hier hingemalt habe, gestern Abend. Ne? Das heißt, ich weiß ja schon, wo wir stehen. Und da habe ich ja halt auch gesagt, ne, irgendwo ab hier oben, irgendwo Rolle rückwärts. Ne? So, ab da, wo halt das Volumen eben auch war, was man ja halt hier auch sieht, finde ich völlig legitim, wenn er da halt irgendwie hinläuft. Ab dort habe ich gesagt, Short und ab da unten halt eben Long. Ne? Und von daher auch jetzt in Bezug auf die Zahlen. Der Markt möchte das Bild immer irgendwie voll machen. So, und News machen halt das Volumen dünn und erlauben dann halt eben
mit überschaubaren Positionen oder mit überschaubarem Geld den Markt dann natürlich dann auch in eine Richtung halt zu schieben, erstmal, wo er halt hin soll. Und deswegen sage ich immer, ja, News, der Inhalt ist egal. Ich glaube auch immer noch, dass wir heute nochmal die 273 da unten sehen oder zumindest die 352, der läuft da oben nicht einfach jetzt so durchs Dach. Sonst würde ich mich da auch nicht so dagegen stellen. Ne? Aber halt, die Frage ist natürlich dann immer so wegen Timing. So, ich mache mir hier noch einen kleinen dazu, weil ich sehe, dass er halt hier irgendwie keine neuen Hochs macht, da jetzt nicht weiterkommt. Also versuche ich den jetzt nochmal hier auszubauen. Kann auch genau wie eben immer noch zu früh und immer noch falsch sein. Aber ich will auch nicht irgendwie verpassen, wenn er jetzt dann halt eben doch noch die Reaktion macht, die ich halt gestern Abend schon skizziert habe eigentlich, ne? Ab dem Level. So, Jana schreibt, sorry, Grins, alles gut, Jana. So, wir waren aber schon seit gestern long, ja, ist doch auch okay. Würdest du später bei deinem Rücklauf nicht auch einen Long erwägen? Doch, aber erst ganz, 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 ganz unten, ne? Erst ganz unten, nicht hier oben, weil das hier oben, das. Ne, deswegen bin ich auch gerade mal rübergegangen, ne, um mich selbst mal dran zu erinnern, so, hey, du wolltest doch dahin, ja, wenn er dahin kommt, wolltest du Short. Und ich will nicht irgendwie mich dann, wenn er das jetzt irgendwie machen sollte und komplett wieder runterzieht, das kann der machen, wenn er Lust hat, auch innerhalb von 8 Minuten, ja. Wenn das halt irgendwie so sein soll, dann wird das auch so kommen. Und ich will nicht nachher da stehen und dann halt irgendwie sagen, warum bist du denn da oben long gegangen? Du wolltest doch hier runter. Und es war doch abzusehen, dass der Markt das macht. Ich finde es auch immer noch abzusehen. Oder die Chance immer noch groß, dass er es eben tatsächlich genauso macht. Und deswegen bleibe ich da jetzt auch erstmal dabei, bei meinem antizyklischen Ansatz, den Markt hier möglichst nach unten zu befördern. Und auch wenn es nicht am Stück gelingt, was halt irgendwie auch abzusehen ist, dann aber doch zumindest ein paar Etappen. Und ich versuche jetzt auch hier nochmal direkt so ein bisschen auszubauen. Oder gehen wir halt hier in der Nähe vom Tief rein. Und dann halt mal gucken, ob wir zumindest hier die nächste Etappe dann schaffen und die wäre halt eben dann halt relativ klar der VWAP da unten und hier im M5 die 650, also relativ schnelle 50 Punkte runter. Eigentlich drin die nächsten 7, 8 Minuten. Mal gucken. Ja, Happy Sunrise, meint auch, es wird gleich alles nochmal schön zurückgesetzt und dann starten wir durch. Ja, das wäre auch mein favorisiertes Szenario. Aber es muss halt irgendwann auch mal kommen, ne? Wenn hier oben nichts vorwärts geht und dann macht er nämlich hier erstmal noch ein neues Hoch und kickt uns mal raus und dann muss man nochmal irgendwie von vorne ansetzen. Das wäre natürlich ärgerlich, aber kann natürlich trotzdem passieren. So, komm mal, einen Kick runter, Kollege. Also wie das hier klebt, ne? Nicht schön. Nicht schön für Short. Zum Scalpen Long da oben, ja. Kann man machen. Ja, ich mache das hier mal aus. Ich denke mal, das ist ja eh klar. Sieht so ein bisschen beruhigender aus von den Farben, wenn nicht alles da halt irgendwie zugekleistert ist. Ja, so, hier haben wir jetzt einfach abfallende Hochs. Erstmal im M1, M2 wohlgemerkt. Also im ganz kleinen Timeframe heißt natürlich gar nichts. Ne? Weil auf der anderen Seite kriegen wir hier oben so, wenn man sich da anfängt, jetzt irgendwie Linien hinzumalen, sehen wir da halt oben ein Dreieck. Und no more, no less. Ne? Deswegen ist das jetzt auch nicht wahnsinnig, es ist nicht wahnsinnig sicher, dass das jetzt wirklich auch so aufgeht. Nach unten, es kann auch noch irgendwie alles ganz anders kommen. Aber erstmal ist es so. Erstmal. Nelson, du bist auch so still geworden. So. Aber die erste Bewegung, also das haben wir halt auch selten. Ich meine, das wünscht man sich ja halt eben auch bei News. Die erste Bewegung halt brutal rauf. In nur eine Richtung ist natürlich schon heftig. Und wenn man da auf der richtigen Seite ist, natürlich dann halt auch schick. Gar keine Frage. Ich bin noch da, ich höre dir zu, will dir nicht ins Wort fallen, lese hier Oh, mach die mal. Kommentare.
Also, der Christian hat geschrieben, was derzeit noch für einen Rücklauf spricht, ist, dass seit dem Hoch um 14:30 Uhr jedes nachlaufende Hoch etwas tiefer ist als das vorhergehende. Mal Ja. sehen, wie es weiterläuft. Ja, das ist ja, ne, das Gleiche wie das, was ich gesagt habe. Ich habe es nur anders genannt, abfallende Hochs. Aber das ist halt aber auch nicht selten irgendwie ein Trugschluss. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Weil aktuell ist immer noch irgendwie, das wird immer noch gestützt da oben, der Markt, ne? Und da ist halt noch nichts irgendwie wirklich gebrochen. Und das ist so als Indiz nicht wahnsinnig viel, ne? Nichts, worauf man jetzt irgendwie halt sein Erspartes verwetten sollte das genau im Auge behalten. Ach, guck mal, der Andreas ist auch da. Andreas, was sagst du denn zu dem Markt? Schreib mal was dazu. Ne, die Gefahr ist halt eben, ich zeichne das mal kurz ein, was ich hier meinte. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht etwa so, das wäre natürlich schlecht. Aber wenn man halt hier mit Diagonalen halt arbeiten möchte, dann sieht man halt hier, ne, eben halt so genau das, so dass sich halt hier so ein Dreieck bildet, ohne jetzt halt hier die Unterseite noch zu zeichnen. Und das bricht nicht gerne, nicht selten eben auch mal nach oben aus. Und von daher bin ich da auch ganz schön auf der Lauer, und muss das nicht unbedingt jetzt hier die ganze Zeit da durchhalten. Ne? Ich bin auch auf Twitch. Dann grüße ich doch mal in die Twitch-Gemeinde rein. Freue mich, dass ihr auch dabei seid. So, mal gespannt. Ne? Also das meinte ich halt. Deswegen, das ist halt eben auch, hat seine Berechtigung, ne? Das so zu sehen, weil das ja genau die Dinger sind, die dann halt eben auch gerne mal genau andersrum deswegen laufen, weil es halt eben hier so sortiert ist. Und das ist nicht selten Trugschluss, deswegen. Aber okay, erstmal klebt oder klemmt er sich weiter darunter. Bin jetzt mal gespannt, was jetzt hier irgendwie mit der vollen Stunde dann halt passiert. Und ob der jetzt wirklich halt hier mal runterkommt oder ob der halt nicht doch den komischen Ausbruch da nach oben noch macht und wir dann halt mit einem neuen Hoch rechnen müssen und dann halt irgendwie nochmal ganz neu ansetzen. Das kann natürlich sein, ne? Man tut jetzt hier nicht wahnsinnig weh, irgendwie 10, 12 Punkte hinten. Volatilität ist natürlich hier echt, die war eine Minute gut. Aber auch nur eine. Und seither passiert nada. Einfach nix. Bull Flag. Nee, es ist keine Flagge. Ja, schreibt hier Hasta la Vista. Es ist noch keine Flagge. Für eine Flagge fehlt ein Tief. Ich weiß, was du meinst, ne? Du meinst sowas halt hier. Ne? Aber da fehlt hier unten ja eigentlich irgendwo noch so ein Low. Also damit es halt eben wirklich nach unten sich ja auch als Trend fortsetzt. Also hier hoch, tief und dann müsste hier oder beziehungsweise hier fehlt ja eigentlich das echte Tief, um das halt als Flagge dann halt eben auch zu identifizieren. Also hier, da und dann müsste halt hier wirklich noch so eine richtige Bewegung dann halt eben kommen, ne? Ja, Wimpel, genau. Also Dreieck, Wimpel. Und die lösen gerne irgendwie in die falsche Richtung auf. Auch von daher, aber das kann man ja auch ganz relativ einfach hier mit dem Ding ja auch irgendwie kennzeichnen. Das wäre schon irgendwie gut, wenn wir jetzt irgendwie zum Schluss der Stunde hier mal wenigstens so die letzte Minute so ein bisschen runterziehen. Was natürlich auch heftig ist, was man halt jetzt hier sieht, ne, das Volumen sammelt sich allen Ernstes jetzt hier oben, ne, weil normalerweise könnte man ja sagen, ja gut, hier oben ist kein Volumen mehr, dann laufen wir mal zurück zum Point of Control. Jetzt ist er aber schon hier, ne. Das heißt, das ist ja doch, was ich eben gemeint habe, ne, der wird die ganze Zeit gestützt und auch der VWAP hat sich nach oben gebogen und das heißt ja dann eben auch, dass das Volumen nach oben wandert, ne. Und das ist natürlich erstmal nicht so wahnsinnig gut, ne. Also außer jetzt hier, das Volumen ist auf unserer Seite, aber dann ist es natürlich ganz hervorragend. Dann laufen wir wahrscheinlich zum VAL, aber dass das Volumen dann so arg mit hochkommt und nicht hier oben einfach nur die Liquidität ausgeht, weil das ist halt nicht der Fall, die ist nicht ausgegangen. Und sonst wäre auch dieses Stützen auch so nicht da. Ne? So, neue Stunde. Schauen wir mal.
So, ich würde aber erstmal den hier jetzt weglassen, weil wir halt eben auch eine neue Stunde haben. Und dann mal sehen, ob er es jetzt dann mal schafft, hier mal ein bisschen Anlauf zu nehmen, auf der Unterseite mal ein bisschen deutlicher oder immer noch nicht. Ne? So, es kommt natürlich dann irgendwie auch eine halbe Stunde. Kommt die Kasse dazu? Aber das ist irgendwie, sieht so ähnlich aus wie nach dem Apple-Anstieg da halt von gestern. Ne? Läuft irgendwie rauf und dann passiert nichts mehr, nur dass wir jetzt halt eben hier dann 200 Punkte höher stehen. Apropos Apple, die haben aktuell Pre-Market ein Gap von plus $12. Ja, gut, das ist natürlich klar. Ne? Das ist natürlich halt auch jetzt durch die Zahlen natürlich auch bedingt, ne? Was sich hier auch mit reinspielt. Ach komm, das kann ja nicht wahr sein, dass wir hier nicht irgendwie mal so ein paar Punkte rückwärts kriegen. Das ist jetzt echt so ein bisschen übertrieben hier. Also dieses Rumgestehe auf dem Niveau so ein bisschen arg heftig. Klar, es sind zwar 20 Punkte rauf und runter, aber mehr halt eben auch nicht. Ne? Der Markt hat irgendwie überhaupt keinen Bock. Guck ich mal den M15 an. Was ist das für ein Teil? Ne? Steht da, klemmt da. M5 natürlich noch dreimal krasser. Steht da, klemmt da. Na gut. Kann ja nicht immer alles super sein. Wäre auch zu schön. Ne? Wäre auch super, wenn es immer so wäre. Ja, ein bisschen Slippage, ne? Schreibt hier Huntsman auch. Dann halt irgendwie, weil er halt hier geslippt worden ist. Ist aber normal bei News, ne? Da musst du halt mal gucken, wenn es irgendwie zu viel ist. Also du bist ja bei. Ja, guck mal, er ist gar nicht bei FX Flat. Er ist bei FY Flat. Das ist ein anderer Broker. Oh, guck mal, Diagonal Trader ist auch da. Wenn das Dreieck in der NAS, also was, in der NAS, dann soll 18. Wir sind hier im YM, das hilft mir gerade nicht. Ne? FY Flat. Nelson. Ja, habe Ist ich schon gut, mal ne? gehört. Ja. Guter Broker, FY Flat. Ist, ne, klar, das ist bei News ist das natürlich nicht zu vermeiden. Ne? Ist ja logisch. Trotzdem, dann kann jeder Kunde natürlich uns eine E-Mail schreiben. Wir überprüfen selbstverständlich alle Trades. Aber wir haben hier tatsächlich auch die 1-Minute-Kerze gesehen, was das in der Rakete war. Ja. Aber wie gesagt, also wir überprüfen selbstverständlich alles. Ja, FY Flat auch. Nicht nur FX Flat. FY Flat macht das bestimmt genauso. Ja, für die lege ich meine Hand nicht ins Feuer, nur für FX. So, David, also hier sind halt wohl noch irgendwie der ein oder andere irgendwie ein bisschen später dazu gekommen. Also worauf ich warte, ist nicht eine 50% Korrektur, sondern ein Rücklauf, der unter den Anfang geht. Begründet eben dadurch, weil ich habe es halt gestern Abend schon, also wir stehen in dem Bereich tatsächlich, in dem ich gestern Abend shorten wollte, gestern Abend schon. Und das zeigt mir zumindest doch irgendwie, dass der Ansatz nicht so ganz falsch sein kann. Und wir haben halt hier einfach einen fetten Squeeze. Und wir haben, wie eben vorhin gezeigt, auf der Unterseite diesen Ausbruch, dieses Level in keinster Weise bestätigt. Die 405 nicht, die 352 nicht, die 273 nicht. Und deswegen kann das eigentlich auch nochmal komplett die Rolle rückwärts machen hier. Und darauf baue ich halt eigentlich. Das kann natürlich ein bisschen länger dauern. Ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass wir jetzt halt hier erstmal den Anfang davon kriegen, und das eben nicht zur Kasseeröffnung dann halt erst aufgeht. Und was natürlich dann im Live-Trading immer so ein bisschen schicker aussieht. Ich finde es aber halt eben richtig. Ne? Also das hier ist der Fall gestern Abend gezeichnet. Gesagt, da oben hin und dann irgendwie runter macht für mich total Sinn, wenn das bei den NFPs so kommt. Und jetzt stehen wir halt nun mal da, ja. Und da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ach, was ich gestern gesagt habe, war alles Quatsch. Ich habe es ja halt gestern erklärt, warum, weshalb. Und deswegen gehe ich auch immer noch davon aus, dass das so passiert. Kann jetzt halt nur dann leider so ein bisschen dauern. Ne? Und gut möglich, dass wir jetzt halt hier dann eben auch so in der nächsten Viertelstunde jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel da halt zu sehen kriegen. Und das kann natürlich sein, ne? Und aber dann ist es halt so. Dann kann ich es nicht ändern. Da muss man halt eben sich das dann nachher angucken und dann später bewerten. Ich bin aber erstmal da völlig immer noch
fein mit dieser Einschätzung und deswegen unternehme ich da jetzt auch nicht wahnsinnig viel anderes und lasse auch mal das Ding hier liegen, ne? Und ich wäre halt eben jetzt eher auch ein Fan davon, das auf der Oberseite sogar auszubauen. Und wenn er jetzt halt oben rauskommt, ich versuche jetzt hier mal nochmal irgendwie so ein kleines bisschen, würde aber halt eben auch jetzt hier nicht endlos skalieren, ne? Sondern halt irgendwie schon nach oben dann auch erst wieder das Risiko ein Stück rausnehmen. Und im Zweifelsfalle höher halt nochmal reingeben. Ne? Aber von der Idee lasse ich so ohne weiteres da nicht ab. Und dafür ist das halt irgendwie viel zu plausibel. Finde ich. Wir werden es ja sehen. Ne? Also dann halt am Ende. Ja, DAO, Diagonal Trader, mein DAO ist Ziel 810. Ja, kann sein. Bin ich also 850, habe ich ja vorhin schon auch gesagt. Ne? Ist aber immer die Frage, wann es kommt. Und wir können ja auch irgendwie komplett runter und komplett wieder rauf und dann halt zum Tagesende da oben hin. Ist auch möglich, ne? Ist alles denkbar. Aber erstmal haben wir hier halt oben so ein, sieht man jetzt hier nicht, ne, aber den gleichen Volumenblock, den hatten wir halt schon mal. Und wir sind halt einfach mit einem Squeeze darauf gerannt, ohne jegliche Korrektur. Und so ein Squeeze wird dann halt eben auch in der Regel nochmal zurückgebaut, ne, auf Anfang. Das wäre jetzt halt eben auch nicht, also sagen wir es mal so, es wäre alles andere als außergewöhnlich, wenn der Markt das halt so macht. Und dem fehlt auch hier so ein bisschen Orientierung. Auch wenn jetzt hier irgendwie so ein paar Käufer da oben halt immer noch stützen, wie man ja halt sieht, ne? Man lässt ihn ja irgendwie nicht tiefer kommen. Trotzdem fehlt ihm so ein bisschen Orientierung. Und das Volumen wird ausgehen, ne? Oder beziehungsweise es geht ja halt auch schon aus. Hier passiert ja nicht mehr viel. Wir hatten hier einen Punkt, an dem sich alles konzentriert, hier unten alles irgendwie schon dünn, ne? Oder wird halt dünner. Deswegen kann der eigentlich auch relativ schnell da mal durchfallen und dann halt eben auch mal 50, 60 Punkte kippen und dann sieht man halt weiter. So, 15,45 kommt noch PMI. Okay. Ja, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, ne? Aber ist ja auch noch ein bisschen hin, ist ja noch über eine halbe Stunde. So lange machen wir hier auch nicht. Sondern ich will eigentlich hier nur so einen Ruck runterkriegen. Und vielleicht dauert ja noch ein paar Minuten. So, bis Viertel nach machen wir schon. Und alles Weitere muss man dann halt irgendwie sehen oder beziehungsweise kann man dann halt irgendwie nachher vielleicht in seine Überlegungen mit einfließen lassen. So, DAX geht 80, DAX läuft 80 Punkte rückwärts, schön, next. Ich habe eh ohne Witz schon, vorhin schon überlegt, soll ich vielleicht lieber den DAX handeln? Der ist mir irgendwie gerade vom Bild her, war der mir wesentlich sympathischer als der DAO. Der Schierwert, das ist einfach unglaublich, ja. Ich müsste hier eigentlich mal irgendwie Cumulative Delta halt mal irgendwie an den Start bringen. Da würde ich nämlich jetzt eigentlich ganz gerne mal sehen, was passiert. Beziehungsweise wie das da halt irgendwie aussieht. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, da sollte man irgendwie im Stereo Trader mal dazu bauen. Ist es aber noch nicht. Also zumindest nicht vorzeigbar und zum jetzigen Zeitpunkt. So, wir stehen also immer noch. Es ist wirklich hart. Ja, Richie, ich gucke gleich mal auf den DAX, weil ich kriege hier nämlich die ganze Zeit Feedback über YouTube, was den DAX angeht, dass der wohl genau an den Red Levels gehalten hat und da genau reagiert hat und da irgendwie 80 Punkte rückwärts gelaufen ist. Ja gut, ich meine, hier sind wir auch 80 Punkte rückwärts gelaufen, ne? Man sieht es halt nur irgendwie nicht so, weil die Gesamtbewegung halt wesentlich größer ist. So, kommt jetzt noch was oder war es das schon wieder? So wichtig ist die 700 jetzt auch wieder nicht. Aber das hier ist schon langsam, ne, so ein bisschen zermürbend. Was ist das? Das ist doch schon ein bisschen heftig, ne? Also hier wirklich ja nur irgendwie rauf, runter, irgendwie Lunten, Dochte, irgendwie im 2-Minuten-Chart. Nichts geht mehr vorwärts. Und als hätte man irgendwie da halt irgendwie kapitulierenderweise irgendwie den Handel eingestellt. Und als wären hier nur noch so ein paar Retailer irgendwie am Start, von denen ich ja auch leider Gottes einer bin.
und die hier halt irgendwie quasi kein Volumen mehr halt irgendwie zustande bringen. Ja, mal gucken, vielleicht steckt ja dann irgendein Algo dann halt mal zu. Ich wäre ja halt irgendwie, ich würde ja schon gerne mal irgendwie zum DAX rüber gucken. Das machen wir mal kurz. Das sehen wir mal an, was der getrieben hat. Ja, ne, das war gemeint mit rote Linie. Und genau, ne, hier oben das Ding. Das Ding. Da ist es. Guck sich das an. Ich hätte den DAX handeln sollen. Das war die Bewegung für die NFPs im DAX gestern beschrieben. Dahin und dann darunter. Mist, echt. Also, das ist schon ärgerlich. Wenn ich das jetzt natürlich sehe, das ist super ärgerlich, ja. Dass ich da halt am Dow hier festklebe. Der DAX wäre wirklich 20 Mal einfacher gewesen. Also, das ist natürlich echt krass. Ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht. Und dann so, ah nee, der DAX meistens sowieso ja nicht so arg zu den NFPs. Und jetzt hat er wirklich exakt die Bewegung gemacht. Der Dow hat ja ein bisschen nach oben übertrieben und weigert sich hier die Rückreise anzutreten. Ne? So, also DAX hat ja irgendwie quasi schon irgendwie zur Hälfte den Rückweg ja schon hinter sich. Und Dow, hallo, nix, ne? Irgendwie so, nix. Also erstens mal, ja gut, von der Höhe her passt das, aber halt, kommt halt einfach gar nichts rückwärts. Und so könnte es sein, ne? Und der ist dann halt eben wahrscheinlich dann noch um 15:30 Uhr da unten und dann hat man eben Feierabend, während ich dann halt irgendwie hier die ganze Zeit jetzt noch festhänge. Das ist echt, das ist ja mies, ey. Aber gut, ich finde es natürlich gut, wenn ihr es gemacht habt. Und ich meine, einige von euch scheinen das ja halt irgendwie auf dem Schirm gehabt zu haben und den Rückwärtsgang da auch mitgemacht zu haben. Was macht eigentlich die DAX-Dow-Korrelation? Muss der Dow immer noch hoch? Ja, der Dow muss tatsächlich immer noch hoch. Ich gestern auch nochmal drauf geguckt. Gucken wir uns zum Montag immer nochmal zusammen irgendwie an. Aber da ist tatsächlich immer noch Luft. So. Hier wird doch irgendwann Nelson. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Also das nennt man doch wirklich Pech, oder? Den falschen Markt ausgesucht. Ich meine, so, hier oben stimmt die Einschätzung alles und das Ding bewegt sich einfach nicht. Was soll das denn? Ja, das mit dem DAX tut tatsächlich ein bisschen weh. Ja, also ehrlich, so einfaches Ding. Und der hier, der quält mich nur, der Dow. Und schafft es nicht mal irgendwie, ätzend, hier nicht mal irgendwie einen Ruck zu machen. Also ich meine, gut, der Vorteil ist natürlich, wenn der Ruck kommt, dann wird er halt eben dann auch deutlicher, weil es jetzt so lange dauert. Ne? Aber ich wäre schon ein großer Freund davon, wenn er denn jetzt halt auch mal kommt und irgendwie hier nicht immer nur andeutet und irgendwie dann doch wieder irgendwie zurückläuft auf den Pock. Das ist ja wirklich echt unfassbar. Ja, der Horst, ich habe den DAX mitgenommen, zum Glück 2,5%. Ja, ist doch cool. Bitcoin wieder über 61, okay. Da muss man irgendwie auch. Schon ein bisschen, habe ich ja gestern auch noch was dazu gesagt, ne? Jetzt warten irgendwie alle auf den Dip und was macht der Bitcoin? Guckt einmal unten aus der Range raus und läuft dann doch wieder rauf. Ne? Der DAX als Vorbote für die Kasseneröffnung. Also manchmal ist es tatsächlich so, aber eigentlich eher, wenn der DAX nur im Future läuft, dass der schon oft irgendwie, wenn der eine Bewegung halt irgendwie macht, als Indikator für den Dow genommen werden kann. Weil der Dow macht es immer nur auf die letzte Sekunde und der DAX ist einfach schon mal gerne irgendwie 2 Minuten früher an. Das ist in der Tat so. Hat hier jemand bei YouTube gefragt. Also die Überlegung ist nicht so ganz falsch, ne? Das hier ist mies, echt. Das hier ist echt total mies. Das Rumgeklebe da an der 700, ey, was soll das? Was soll das?
baue mal den Euro, schreibt der Lutz, nee, schaffe ich nicht. Also müsst ihr jetzt irgendwie neue Charts da auch machen und so weiter. Kann ich nur, Entschuldigung, nebenbei vielleicht am Handy machen, aber hier nicht. Auf dem großen Bildschirm. Ja, der Euro hat ca. 68 Pips jetzt auch gemacht in der Krass. als Reaktion. Wie sieht denn Gold eigentlich aus? So, vielleicht kriegen wir jetzt einmal hier, ne? Nachdem wir jetzt irgendwie 15, ich habe ja hier irgendwie so, warum auch immer, so eine Linie drin. Ich wollte die auch vorhin gar nicht thematisieren. Das kann natürlich auch ein Fehler sein, aber so, nachdem wir jetzt irgendwie seit einer halben Stunde hier klemmen und nicht da oben weiterkommen, also nicht über die 725, nicht über den POC, könnte das jetzt ja mal bedeuten, dass wir halt mal zumindest mal irgendwie Anlauf nehmen, ne? Könnte. Kaum gesagt, geht er direkt wieder 10 Punkte drauf. Ist ja klar. Ist ja klar. Bloß nicht irgendwie wegbewegen von da, wo sich irgendwie alles konzentriert. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nelson, wenn du sie auch noch hast. Aber irgendwie zur Alles gut. die Kassenöffnung nicht unbedingt, aber halt so kurz vorher würde ich dann halt hier schon gerne irgendwie erstmal raus sein. Und weil die Kassenöffnung nichts ist, hier auch noch irgendwie mit reinbringen, wird sonst einfach zu lang. So, jetzt wäre es mal von Vorteil, wenn unter dem Tief 14:44 schließen. Ja. Das versuche ich hier auch, ne? Das war dieses hier, ne? Gehe ich mal stark von aus. Aber das hier ist ja alles irgendwie gar nichts. Es ist ja irgendwie, das kann ich nicht so sagen, sondern fehlen mir echt die Worte. Ich meine, gut, liegt jetzt ein bisschen vorne, ja. Aber halt, das ist doch alles irgendwie keine Strecke. Also. Na, ich lasse die jetzt halt auch mal drin. Ich skaliere das jetzt noch nicht aus. Und eben ausgehend davon, dass wir doch hier jetzt eigentlich mal Volumen kriegen müssen, nachdem da oben nichts zu holen ist und der Move nach unten eigentlich ein bisschen deutlicher ausfallen darf. Jetzt hier einfach mal ganz doof, SMA20, M5, 613. Selbst das wäre ja schon hier, ne? Gut, der Kollege hängt jetzt natürlich dann dazwischen. Dann hat hier noch einen Scalping-Punkt. Der pH, also der Pivot Main auf Stunde. Gucken, ob wir da durchkommen durch die beiden hier. Oder ob das jetzt direkt schon wieder supportet. Mal gespannt. Ob wir das hier verkaufen oder ob das wirklich dann auch nochmal genutzt wird. Aber hier ist Volumen so dünn hier, ne? Klar, hier komplett, sieht man ja, ne? Die ganze Glocke liegt da oben. Deswegen entweder fällt es hier komplett durch oder es zieht halt ganz schnell wieder zurück. Mal gespannt. Wow, was ist denn da schon wieder los? Sekunde. Oh, Nelson, bei dir war das Mikro noch an, sorry. Alles gut, dein Frosch ist wieder da. Ja, The Frog, Kermit. Kermit am Start, ja, so das meinte ich halt. Ne? Entweder hier ganz schnell wieder zurück oder fällt durch. Ja, weil das Segment hier ist halt irgendwie leicht zu durchlaufen. Super nervig, echt. Brutalst nervig. Das macht irgendwie fast gar keinen Sinn, da jetzt noch großartig weiterzumachen. Aber hier irgendwie einen Punkt vorher drehen zählt aber eigentlich auch nicht, ne? Das ist so mies. Außer kommt jetzt doch mal nur auf die Idee und schiebt wenigstens einmal runter noch. Ja, so lange habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwie vor ein paar Punkten gesessen. Und Geduld bewiesen.
Aber was soll ich machen, ne? Hier auch, was jetzt natürlich hier schon wieder auffällt, was mir gar nicht gefällt. Klingt jetzt wie meckern, ist es aber nicht. Es ist einfach nur was, was man hingucken muss. Ne? Hier dieses Low, was ja auch hier gerade in den Kommentaren genannt wurde, schließt nicht drunter. Ne? Will einfach nicht drunter schließen. Genau wie vorher hier, ne? Mit den Lows. Wollte nicht drunter schließen. Hat dann immer wieder auf der Oberseite versucht. Und genau das Gleiche kann jetzt hier auch nochmal blühen. Ne? Ja, das ist zwar der 2-Minuten-Chart, aber ich glaube, eine Minute sieht es auch nicht anders aus. Ne? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche hier. Ne? Einfach nicht drunter. Er will einfach nicht. Gucken, zweiter Anlauf. Könnte aber dann auf der anderen Seite natürlich dann aber auch ein Trigger werden, wenn er es dann halt mal macht. Ne? Ach, ey. Ey, so lange sitzen wir jetzt hier schon und gucken uns den Markt an. Das ist immer so, wenn ich sowas dann irgendwie im Bild sehe und bin am Handeln, dann denke ich so, oh, meine Lebenszeit, guck dir das an. Die wertvolle Lebenszeit, da geht sie hin. Kommt nie wieder. Das ist das Schlimme. Ja, ist leider wirklich so. Ne? Es ist halt einfach natürlich dann auch so ein bisschen unbefriedigend, ne? Dass man halt echt oft da sitzt und einfach nur irgendwie wartet, sei es jetzt irgendwie auf ein Entry oder halt irgendeinen Exit-Trigger oder irgendwas, ja, also irgendwas, wo der Markt einem sagt, so, jetzt musst du diesen, das und jenes tun. Ne? Das ist wirklich oft der Fall. Also wir kriegen jetzt hier so ein bisschen Bums nach unten gerade im M1. Mal gucken. Also da ist wohl ein Verkäufer irgendwie am Start, der sagt, ich will da drunter. Unter die 684. Mal gucken, ob der sich durchsetzen kann. Bin ich mal gespannt. Weil was ich eigentlich halt nach so einer langen komischen Range erwarte, ist einfach so eine massive Bewegung nach unten, ne? Die halt einfach dann exorbitant ausfällt. Und eben dann halt auch analog dazu, weil halt vorher gar nichts passiert ist, dass es dann halt einfach auch mal richtig da halt runterknallt. Mal gucken. Deswegen, manchmal lohnt es sich dann halt auszuhalten. Also wir drücken hier jetzt erstmal drunter, wie man sieht, ne? Auch unter den pH, auch unter im Minutenchart, wohlgemerkt unter den VWAP. So, mal sehen, was er jetzt vorhat. Ja, Stop ist gesetzt, macht auch Sinn. Also hier war ja halt der Verkäufer. Da hocke ich jetzt einfach mit dem Stop mal oben drüber. Und mal gucken, ob wir da jetzt noch ein paar Points nach unten kriegen. Aber eigentlich sieht das schon so aus, als würde das gelingen. Gleich machen wir nochmal einen Rücklauf hier hin. Das kann natürlich sein, das wäre auch legitim. Oder wir knattern jetzt halt eben runter. Und das könnte natürlich auch sein, ich meine, wir haben nur 7 Minuten bis zur Kassaeröffnung, dass die Kasse halt wirklich komplett runterläuft. Ne? Es ist halt nur die Frage, ob dieser Verkäufer dann hier an der richtigen Stelle, ob der Stop dann ausreicht, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Aber auf jeden Fall hat sich hier jetzt mal was gezeigt. Das ist auf jeden Fall die. Abgesehen von die hier, die das lange tief gemacht hat, die längste Minutenkerze, die wir jetzt halt hier haben, die auch soweit ohne nennenswerte Korrekturen bis jetzt auskommt. Positionsgröße ist eigentlich nun nach wie vor nur eine halbe, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde den aber jetzt ungern hier irgendwie ausbauen, irgendwie 5 Minuten vor Kassaeröffnung muss, glaube ich, auch nicht sein. So, jetzt mal gucken, ob wir das, also das müssten wir halt halten, ne? Also dieses High, schlimmstenfalls kann er halt eben hier hin Rücklauf machen, ne? Eben an die gelbe Kandidatin hier. Das wäre noch legitim. Aber weiter höher eigentlich nicht.
dann ist es halt ungültig. So, mal schauen. Also hier unten Value Area Low jetzt erstmal, zumindest von der Zeitdefinition, wie ich es halt hier drin habe. Dort würde ich dann jetzt erstmal auch was rausnehmen. Das kommt auch jetzt zusammen hier mit dem SMA 20 im M5. Also völlig okay, da jetzt erstmal auch was wegzunehmen. Dann würde ich halt eben auch jetzt hier für diesen, für den Move, der jetzt halt hier halt läuft, dann auch erstmal, na komm, drück noch einmal kurz, sonst nehme ich dich manuell raus, dann auch erstmal halt hinterher trailen, ne? So, will also hier nicht, okay. Komm, nehme ich ihn da raus. Das ist immer ärgerlich, ne? Wenn so ein Punkt da unten fehlt, ist ein bisschen nervig. Was ich also damit meine ist, ne, wir haben halt jetzt einfach gleich die Kasseeröffnung und die kann natürlich auch gleich mal irgendwie so ein paar Punkte oder in diverse Richtungen halt eben natürlich ausschlagen. Das ist natürlich jetzt hier schon recht markant, auch oben der Verkäufer, den wir halt hier gesehen haben, ohne Footprint, ohne alles, halte ich das aber halt hier für richtig, das so zu machen. Auch Cumulative Delta würde ich halt auch tippen. Das waren alles Bits, ne, die halt hier verkauft worden sind. Und müsste ich mal irgendwo anderweitig kontrollieren, aber es müsste eigentlich schon so sein. Das heißt also quasi Market-Sell-Verkäufer, die den Markt hier runtergedrückt haben. Und das könnte sich jetzt schon noch irgendwie dann nach unten bestätigen. Wir warten mal ganz kurz die ersten paar Minuten ab. Oder die ersten 5 Minuten noch von der Öffnung, aber mehr dann halt nicht. Und dann gehe ich hier raus. Oder ich drücke irgendwie genau 1 Minute vorher drauf. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt sehen wir halt hier, ne, die Value Area hat sich gerade irgendwie hier so ein bisschen verschoben. Das wird immer pro Minute aktualisiert. Von daher ist das jetzt erstmal soweit okay. SMA 20, M15 könnte, M5 könnte auch hier schon so passen. Ne? Falls er nämlich nach oben zieht, dann wird das halt reichen. Aber trotzdem würde ich gerne mal gucken, was jetzt damit halt passiert. Ne? Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, warum gehst du nicht raus? Ne? Ja, es ist für meine Begriffe erstmal okay, weil wir haben immer noch die Chance, dass der halt irgendwie schon noch einen größeren Move nach unten hin abliefert, auch ohne, dass ich halt hier abgeschossen werde. Die Chance ist schon da. Ne? Was mir natürlich nicht so, oder was mich nicht so überzeugt, ist, dieser Ports waren jetzt erstmal hier oben, ne, bei der 700. Könnte natürlich sein, dass der irgendwie kurz gefischt wird und dann fliegen wir halt, ne? Das ist halt schon möglich. So, hier haben wir den Punkt, den ich eben meinte. Ne? Ich schnappe den nochmal ganz kurz. Short. Ne? Weil das ist ja halt eben das, was eben unterschritten werden sollte. Mal gucken, wenn wir da noch ein paar extra Punkte hinkriegen. Oder aber wir fliegen jetzt raus, ne? Also deswegen, man hätte hier unten natürlich schon rausgehen können. Völlig okay. Aber ich habe es erstmal ganz bewusst jetzt erst nicht gemacht. Ja, und werde mir den jetzt halt eben auch hier weiter nochmal halt irgendwie dann zusammenbauen. Falls es irgendwie dann nochmal nach oben geht und dann halt, ich würde auch sogar damit rechnen, dass die Kasse, wenn der jetzt irgendwie hier, wenn das nicht halten sollte, dass die Kasse sogar mit einem höheren Hoch, also mit über das Tageshoch einmal kurz drüber geht, wäre schon denkbar. Und dass wir dann halt eben nochmal ganz oben ansetzen. Das heißt, ich würde auch dann hier direkt am Tageshoch da oben direkt wieder einsteigen, falls die Kasse auf die Idee kommen sollte, jetzt erst draufzudrücken. Ne? So, hier jetzt nicht so glücklich rausgekommen, aber ich habe es ja auch erklärt und bewusst erstmal so gemacht, weil ich mir die Chance eben nicht verbauen wollte, dass wir, weil ich will ja halt den ganzen Move. Es ging mir hier nicht nur darum, ein paar Punkte da halt rauszuziehen. Aber heißt dann eben auch, wir sind flat, die Bewegung nach unten war erstmal richtig, aber der Markt hat nach oben noch nicht fertig, so wie das aussieht. Ne? Und ich habe halt hier auf dem Schirm die 856, 821 und würde mich da halt eben versuchen, dort irgendwo einzukaufen. Wahrscheinlich am besten direkt irgendwie ein paar Punkte drüber bei der 800 irgendwie anfangen. Da auch nicht zu klein. Bei der 800, 850. Oben, das müsste eh eigentlich noch da liegen. Mal gucken, ob die Kasse jetzt darauf schießt. Gucken wir uns nur ganz kurz mal die ersten paar Sekunden an. Ja, ne, schießt also erstmal weiter rauf. Okay.
Gut, aber was mache ich dann im stillen Kämmerlein? Also ich bin natürlich nicht zufrieden, ne, mit dem Live-Trading, wenn es jetzt hier darum geht, ein abschließendes oder ein Schlusswort da halt irgendwo. Das hätte ich mir natürlich schon anders vorgestellt. Aber okay, es gehört halt dann auch dazu, ne? Ich meine, die letzten beiden Trades sind ja jetzt im Plus gelaufen, aber halt der erste, der war halt nicht so klasse. Den hätte ich dann doch besser trotz, also Slippage hin oder her, dann doch lieber irgendwie als Stop setzen sollen. Dann hätte er halt zumindest nichts gekostet. So hat er halt ein bisschen Geld gekostet. Ja, aber hier bleibe ich jetzt erstmal dabei. Gut, alright. Also, ich hoffe trotzdem, dass ihr ja, mit den Ausführungen was anfangen konntet. Und ja, mehr kann ich jetzt irgendwie gar nicht dazu sagen. Ne? Also, dass ich nicht so wahnsinnig zufrieden bin, habe ich ja schon gesagt, ist ja auch irgendwie verständlich. Okay, aber das gehört dazu und da muss man gucken, wie man halt irgendwie damit noch klarkommt. Ich gehe davon aus, wie gesagt, immer noch. Und nur um das irgendwie kurz abzuschließen, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, dass wir nochmal auf die 382 oder sogar auf die 300 in dem Segment, dass wir dorthin zurücklaufen und uns da irgendwas gleich noch dabei helfen wird, was auch immer das ist, was irgendwie dann von extern als Grund da reinkommt. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und weil der Markt hat die erste Bewegung gemacht, dahin, wo er sie machen sollte. Also beziehungsweise nicht die erste, wo er sollte, sondern ich habe ja gestern auch schon zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Da habe ich gestern schon genauso gesagt, entweder wir laufen zuerst rauf und dann runter oder eben umgekehrt und habe die Bereiche gezeigt. Den hat der DAO gemacht. Er hat auch hier irgendwie jetzt ist 100 Punkte rückwärts gelaufen, aber halt mehr eben noch nicht. Ne? Und das Ding ist halt noch nicht fertig. Und da halt eben dieses Segment halbwegs gestimmt hat, gehe ich auch davon aus, dass der Rest dann halt eben auch einigermaßen stimmt und nicht irgendwie komplett falsch ist. Ne? Und deswegen bleibe ich da jetzt erstmal dabei. Und ich denke, wenn er das halt irgendwie jetzt auch so machen sollte, ist natürlich die Strecke eben runter von der 800 bis auf die 300 sind dann halt eben einfach mal 500 Punkte. Ne? Und die kann man natürlich dann halt irgendwie schon machen. So, jetzt zeige ich aber mal ganz kurz gemeinerweise das Bild. Ich habe den ja hier irgendwie mir da oben, habt ihr gesehen, ich habe die Order hingelegt, habe jetzt nochmal dazugegeben. Das heißt, ich will jetzt hier nochmal irgendwie diverse Punkte im Plus und könnte jetzt nochmal irgendwie mit 400, könnte nochmal 400 € mitnehmen, aber ich lasse das Ding drin, ich rühre den nicht an, bis der nicht da unten rausgedrückt hat. Aber okay, es kann natürlich jeder machen, wie er will, aber das hier ist zumindest ein schönes Abschlussbild, ne? Wenn da halt irgendwie steht 500 € plus, weil die 100 Punkte minus waren ja halt eben auch die, oder die 500 € minus war ja eben auch das Ergebnis von dem ersten Move. So, damit kann ich schließen. Damit bin ich jetzt dann aber doch halbwegs zufrieden, auch wenn das Live-Trading während der News selber nicht so gut war, aber insgesamt ist es dann doch wieder ganz zufriedenstellend dann jetzt zum Schluss hin. Alright, so, also, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein und für die Geduld. Viele haben ja hier mit durchgehalten und werden sehen, ne, wie das Ding dann halt eben rausgeht, werden wir dann am Montag besprechen, beziehungsweise halt doch am Montag um 12 Uhr. Und bin sehr gespannt, und was der Markt jetzt wirklich macht und ob er halt meinem Ansatz da folgt. Erstmal sieht es gut aus. Je länger ich hier rede, umso mehr läuft meine Position hier ins Plus. Aber okay. Ich habe es ja vorher gezeigt, wo die Order liegt. Deswegen ist ja auch kein nachträglich Trading oder sonst irgendwas. Nelson, du darfst sehr, sehr gerne das letzte Wort haben. Ja, wir haben Weil ja ich unten bin rechts sehen wir, wie es mit deiner Position weiterläuft. Also ist ja auch da Ja, ganz genau. transparent. Und vielen Dank natürlich trotzdem für das Webinar. Also mir hat es Spaß gemacht. Jetzt unabhängig von dem Ergebnis für dich, was ich ja natürlich auch verstehe. DAX hat ja super geklappt. Leider warst du nicht mit dabei. Aber deine Analyse hat gestimmt und natürlich an alle auch vielen Dank fürs Dabeisein, für das Interesse und natürlich, falls ihr auch gehandelt habt, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, weil auch viele über Apple gesprochen haben, vergesst auch Amgen nicht, die gestern auch Zahlen rausgebracht haben und die haben auch ein Gap mit dem Gap eröffnet hier im Upgap von fast $40. Und ich glaube, umgerechnet machen die auch 250 Dow-Punkte aus von der Marktkapitalisierung. Also das sollte wahrscheinlich auch mit reinspielen. Ansonsten
Wünsche ein schönes Wochenende. Dienstag geht es hier weiter mit Dirk, Live-Trading wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mit dabei seid. Und ja, pass auf eure Positionen auf. Vielen, vielen Dank, Dirk. Wir telefonieren und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Danke. Ciao.